Wir betrachten ein Teilchensystem bestehend aus vier Punktmassen, M1, M2, M3 und M4. Die Drehachse verläuft durch die Mittelpunkte der beiden Punktmassen M1 und M3. Diese Drehachse bezeichne ich als Groß D. Der Abstand von M1 und M2 entspricht dem Abstand von M3 und M4. Also diesen Abstand, den bezeichne ich als R und diesen Abstand analog dann als R. Das System rotiert im Gegenuhrzeigersinn mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um diese Drehachse Groß D. Und was interessiert, ist die kinetische Energie dieses Teilchensystems. Da ich hier Geschwindigkeit konstant gewählt habe, also Winkelgeschwindigkeit konstant, kann ich über die kinetische Energie der Rotation ansetzen. Definiert sich über 1/2 Trägheitsmoment mal konstante Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat. Die Anfangsbedingung, die gelten soll, ist, dass die vier Punktmassen sich unterscheiden sollen. Also M1 ist nicht M2 und M2 ist nicht M3, also die unterscheiden sich alle voneinander. Diese Anfangsbedingung soll gelten und gefragt ist die kinetische Energie. Ne? Also dieses Trägheitsmoment ist das erste, das man hier ermitteln sollte. Definiert sich über Summe von I1 bis N über MI mal RI zum Quadrat. Wir haben insgesamt vier Punktmassen. Also ergibt sich für mein Trägheitsmoment der folgende Ausdruck: M1 mal R1 zum Quadrat plus M2 mal R2 zum Quadrat plus M3 mal R3 zum Quadrat plus M4 mal R4 zum Quadrat. Was man hier feststellen kann, ist, dass sich das erheblich vereinfachen lässt, weil die Drehachse genau durch die Mittelpunkte von M1 und M3 verläuft. Naja, der Abstand ist somit, also der Abstand R1 zur Drehachse ist somit 0. Genauso der Abstand von meiner Punktmasse M3 zur Drehachse ist 0. Also R-Index 3 ist ebenfalls 0. Folglich wird sich das da unten vereinfachen. Wenn nämlich R1 gleich 0 ist, wird das Produkt zu 0. Und das gilt natürlich auch für mein Produkt, wo das R3 drin steckt, ne? Das wird auch zu 0. Folglich kann ich die beiden schon mal vergessen. Und was ich erhalte für mein Trägheitsmoment ist, Anfangsbedingung berücksichtigen, M2 ist Unterschied M4, aber die beiden sind gleich, weil der Abstand zur Drehachse von M2 gleich dem Abstand der Drehachse von meiner Punktmasse M4 ist. Demnach kann ich den Indiz hier vergessen. Was ich tun kann, ist ausklammern. Ich habe in der nächsten Zeile M2 plus M4, Klammer R zum Quadrat. Das Ganze übertragen in meinen Ausdruck für die kinetische Energie liefert mir das Ergebnis dieses Problems, nämlich, wischen wir den hinten weg, schreiben wir schön ausführlich groß M2 plus M4 mal R zum Quadrat mal Omega zum Quadrat. Also das ist die kinetische Energie mit den anders gesetzten Anfangsbedingungen bezogen auf dieses Teilchensystem. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.